Alexander und Lightning realisierten wir ein Projekt rund um den Aston Martin DBS. Die Herausforderung war, ein Lichtkonzept zu finden, was für die mystische, aber auch gleichzeitig für die kraftüberladene Art des neuen Supersportwagens aus der englischen Nobelschmiede steht. Und bei keinem anderen Fahrzeug konnte ich mir die Anwendung dieses bipolaren Elementes Blitz und Donner so genial vorstellen wie bei Aston Martin DBS. Prag ist eine sehr mystische Stadt. Nicht zuletzt war sie auch Drehort des James Bond Films Casino Royale. Und die Inspiration, die hat sich übertragen auf den Dienstwagen von 007. Genau der DBS war nämlich die zentrale Schlüsselrolle. Und das hat uns animiert, diesen Location-Punkt zu screenen. Und wir haben all das gefunden, was wir gesucht haben. Bei Aston Martin kommt einiges zusammen. Es sind die englischen Sportwagen, very British, elegant, aristokratisch, einzigartig und das Unternehmen, das einem einen Spielraum einräumt, die Fahrzeuge auch ausleben zu lassen.
besonders bei Model-Shootings ist der Grad sehr schlank, wo der Typus Model zum Typus Location und dann genau noch zum Typus Fahrzeug passt. Bei Sander & Lighting hatten wir sehr Glück, nicht nur bei dem Casting, die Modellauswahl war erstklassig, sondern auch die ganze Stimmung in Prag, die war so belebend für das ganze Team. Und das hat man den Modellen sofort angesehen, die haben da mitgezogen, die sind inspiriert. Und die ganze Guideline dieses Mythoses hat sich dann letztendlich auch bei den Modellen sehr persönlich, sehr positiv ausgedrückt. Als Regisseur ist mir die Rolle natürlich wie zugeschrieben, weil da kann ich all die Elemente zusammenfügen, die ich in den Bildern suche. Das ist die Mystik der Stadt, natürlich die besondere Eleganz des Fahrzeugs, letztendlich der Charme der Modelle und das alles in einer Kombination, die das Fahrzeug authentisch und die Location aber einzigartig macht. Nachdem Prag als Location gescreent wurde, galt es natürlich, die passenden Drehorte zu finden. Und dabei half mir ein sehr professionelles Location-Team vor Ort, das nicht zuletzt auch durch Vermittlung von Leuten zustande kam, die bereits im James-Bond-Film beteiligt waren. Und die waren sehr professionell und die waren sehr kooperativ. Und wir fanden nicht nur das Passende für die neuen DBS, sondern wir fanden auch die richtige Equipment-Ausstattung. Wir fanden tolle, großartige Leute bis hin zu den Modellen, die sehr typisch nicht nur für Prag, sondern auch für die Mystik, die aus dem Osten, zumindest aus unserer Sicht, aus dem Osten steht. Als zweite Location wählen wir Schottland, weil wir dem DBS auch einen gewissen Freiraum bieten wollten. Nach dem Auftritt in der Stadt der Mystik und der Agenten sollte der Wagen jetzt noch in die Landschaft entfesselt werden. Schottland bietet einzigartige Straßen, bietet aber gleichzeitig auch dramatische Kulissen, besonders im Nordwesten. Das Fahrzeug konnte sich dort entfalten, wie kaum woanders auf dieser Welt.